Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier von nordfriesischen Mars Version 2.7. Ja, ich werde mal den gleich mal zum Dings fahren. Zur Abladung, Grünfabrik. Und dann schicke ich ihn gleich mal auf Feld Nr. 65. Das mache ich mit allen anderen Fahrzeugen auch. Aber hier drei Stück. Und den nächsten stelle ich zusammen, ne? Ja, Schwatten mähen, das ist aktuell im Gang. Das dauert halt eine Weile, ne? Bis das hier so vorwärts geht. Bis ich Traktoren frei bekomme. Das dauert ein bisschen. Also. Aber nichtsdestotrotz werden wir da bald beginnen mit der Rübenernte auf Feld Nr. 65. Abfahrer kann ich immer noch so ergänzen und dazu schicken. Aber die ersten drei habe ich auf jeden Fall. Den vierten habe ich wahrscheinlich im Hof. Ein Hänger habe ich schon da. Und ja, den habe ich da. Muss dann nur in einen Traktor entsprechend umrüsten. Genau diesen Typ hier. Börse Ferguson. Und dann kann er loslegen. Ne? Ja. Ich war schon Gedanken auf 65 mit Vollanhänger, wo ich hinfahren. Ja. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Ne? Ich vergesse. Vergesse ich öfters. Also nimmt man den nicht persönlich. Deshalb, wenn ich in Gedanken bin, wie eben gerade auch, wollte eigentlich leer machen und schon einen Schritt weiter für 65 fahren. Ne? Da sehe ich gerade, er hat die, naja, in der Mitte angefangen. Oder hatte ich jetzt auch innen drinne. Das könnte sein. So. Den Fall habe ich nicht gesehen. Macht aber nichts. Jo. Wird ein langer Abend, dann macht nichts. Kann aber eh nichts tun. Kettel und Kopf ist ja schon fertig bearbeitet. Kann ich morgen Vormittag hochladen und dann nebenbei anfangen, hier auch schon zu verarbeiten. Bearbeiten, ne? Das geht ja nebenbei, neben Haushalt und so. Nur spielen geht nebenbei nicht, ne? Das ist halt so. Morgen steht an, waschen, Geschirrspüler ausräumen, also sowas. Okay, mal Mittagessen ist fertig. Den schicke ich jetzt auf Feld Nr. 65 und zwar direkt so wie jetzt ist. Und gut, auf geht's. Dann werde ich die anderen gleich entweder leer machen und hinschicken, mal sehen. Ich sehe gerade, ist fertig. Entlassen. Das ist gut, dass er fertig ist. Dann können wir hier schwatten, ne? Bis vielleicht kommt noch Feld 12, da ist ja aktuell noch nicht reif. Anführungszeichen, ne? Gras kann man nicht mehr mähen, ne? Wisst ihr auch. Normalerweise geht das, sobald das Zentimeter gewachsen ist. Ob es denn was bringt, ist eine andere Geschichte, aber wie gesagt, hier muss gepflügt werden. Nein, hier muss nicht gepflügt werden. So, fahren wir an einen günstigen Punkt hin, wo man anfangen kann. Hier vorne, wenn man theoretisch hier vorne Ecke so ungefähr, dann den alten Kurs löschen, Kursgenerierung, Feld rein, hatte ich vorhin vergessen gehabt. Oh, das ist mal zwei gewesen. Das ist
dann ungünstig gewesen. Muss ich nochmal machen. Und hier muss ich gucken, dass er hier keinen Versatz hat, ne? Kann passieren. So. Gut. Ersten Wegpunkt und den Kurs speichern wir ab auf Feld 24. Muss ich schauen. Wahrscheinlich kein Feld 23 mal löschen. Schwatten. Ne, geh nicht. Meter. Speichern. Einstellen. Dann gucken wir gleich mal hier. Das ist so. Entlassen. Löschen nochmal neu. Erstmal Feld 23 löschen. Dann neu. Ich beginne mal ganz gerne mit einem Punkt, wo wir anfangen. Das könnte hier sein oder drüben sein, ist egal. Dass ich ungefähr weiß, aber wo beginnen wir nun, ne? So, kurz generieren nochmal für 23, haben wir eingestellt. Auf ein Fahrzeug. Wir können gerne scharf lassen. Wir gehen auf Vorgewendebahn. Das können wir auch lassen. So, zurück. Und speichern. Hört. 23, Junge, 23. Warten. 14,8 Meter. Speichern. Und einstellen. Muss aber mal machen, nützt ja alles nichts. Fängt doch hier an. Gut, hier ist nicht so tragisch. Hier muss ich halt sehen, dass ich da. Na, ist egal. Ist nur egal. Wie würde der Österreicher sagen, ist wurscht. Gut, Arbeit erstmal so. Durchschauen. Den könnte ich auch nehmen. Kommen wir zurück. Weil der Traktor ist auch super. Gärreste. Das machen wir erst, wenn zum Beispiel auf Innensicht wird leiser, ne? Der Traktor ist ein bisschen lauter. Das war ja unser Sonnenblumenfeld. Ist unser Sonnenblumenfeld. Das soll ja im Frühling jetzt näher Dings rein. Rauf. Hopfen. Hätte ich erst im Frühjahr machen können. Sollen, müssen. Normalerweise jetzt auf blanken Boden. Macht wenig Sinn, ne? Könnt ja wegsickern, ne? Aber gut, in dem Falle, jetzt ist egal. Ist halt so. Wir haben einen Hänger noch zu stehen. Den können wir gleich früh nehmen. Die schnellen Fahrzeuge sind zum Abfahren besser geeignet. Der macht 70 km/h. Schon mal nicht schlecht. Muss ich aber aufpassen bei Outreif, dass er nicht zu schnell ist. Ne? Sonst sinken wir schlagen und so. Ne? Mal sehen, was nächstes Jahr alles an Feldern bestellt wird. Hatte die Karte. Weiß gar nicht genau, ob ich das neu gestartet hatte. Schon so lange her. Die Türen auf jeden Fall. Hier eigentlich nicht normalerweise. Aber viele Felder sind jetzt brach. Aber das sind die Auswirkungen vom Neustart von einem Jahr, glaube ich. Ingame. Noch. Das muss ich erstmal einfuchsen mit KI und so. Ich habe schon mal die 32 gekauft. Vielleicht mache ich hier mal die Baumschulen. Mal sehen, ich weiß nicht genau. Ich will ja den Kompost verwerten, ne? Also, ich weiß nicht zuerst. Also, ja. Im Winter halt, ne? Jetzt die Rübenernte.
vor Sonnenblumen. Obwohl Sonnenblumen, kann man sagen, lief ganz gut, ne? Ohne Probleme. Aber jetzt Gras mähen, Schwatten und Ballen pressen. Schon wieder Blocking, okay, also drei Fahrzeuge, ja. Die Straße, Grüße gehen raus. Aber er guckt ja, glaube ich, eh nicht. Noch keinen Kommentar gegeben, also nicht weil tragisch. Aber ich denke mal, hat er schon selber gesehen, er fährt ja die gerade auch. Obwohl, er lässt ganz gerne schicken, ne? Das kann dann sein, dass man das dann übersieht, ne? Könnte. Aber egal. Ist ein optischer Fehler oder optische. Rein optisch, also nichts, was man sagen könnte, es wäre ein Spiel. Wird er garantiert von diesem Mal fixen. So, den Gärreste-Ausbringer werden wir hier lassen. Traktor bei 12%. Das ist okay. Wir sind jetzt da. Mal gucken, mal ausgucken. 1000. Hohe Ablehnung normalerweise. Ja. Da muss ich mal schauen, ob ich noch einen zweiten dazu nehme. Weil im Frühling, da haben wir jetzt viele Felder zum Nachdüngen, ne? Ah, keine Sämaschine. Die Sämaschine wäre auch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, hier muss man sehen, dass immer die Felder freikriegen von den Ballen. Und das dauert noch eine Weile. So. Auf. Können wir gleich mal hinfahren zum Feld. Einstellen. Das ändern wir gleich ab hier. So. Maus. Abändern heißt Drescher. Feld Nummer 65. 65. Und abladen. Zuckerfabrik. Auf zur Straße, dann schicken wir los. Vielleicht kommt er in der heutigen Folge noch an. Dann gehen sie gleich hierbei. Müssen wir hier ein bisschen ändern. Und Feld 65. Gleich mega, wenn ich vorbeikommt. Das nehmen wir auch gleich ab. Ah, 65. Müsste man eigentlich die Hänger wieder aufrüsten auf hoch. Aber so. Unterwegs. Das läuft. Der arbeitet, der auch. Angekommen. Wo ist der zweite? Der dritte. Ja gut. War der hier eingestellt? Anscheinend. Nö. Ah, der Traktor ist hier im Weg. Den musst du so wegnehmen. Aber der könnte ganz gut auch den Freizeithof Hof. Weil den kann ich umrüsten als Abfahrfahrzeug. Ich hatte hier mal eine Straße gebaut, damit der Kalk oder der Dünger hier abgeholt werden kann. Ne? Baureife, Feld 65. Ich habe überlegt, Mensch, warum soll ich so weit fahren? Ne? Es geht da um die Ecke. Ja, Bodenproben nehmen müssten wir nicht mehr machen. Da gibt es ja mittlerweile ein Add-on. Und dann kann man das über einen, ich sag mal so, externen Dienstleister entsprechend durchführen lassen. Ich habe den Vorteil bei den großen Feldern, wir haben das schneller fertig und noch wichtiger, dann haben wir alles gescannt. Ne? Oh, oh.
Unfall. Das kommt vom Kurbelschneiden, ne? Naja, sag mal so. Ich bin ja alle nicht daran gewöhnt, dass wir Gegenverkehr kommen, ne? Obwohl, naja, kommt ja immer, ne? So. Ja, dann mal immer arbeiten hier. Die Ballen werden nächste Woche gepresst, da nutzt ja auch nichts. Wird heute sowieso nichts. In Anführungszeichen. War das schlichtweg. Ja. Nicht fertig ist, ne? So, 25 Meter mache ich auch nächste Woche, in Anführungszeichen. Montag. Ja. Wahrscheinlich mal einen Hänger kaufen müssen, ne? Also wahrscheinlich. Denn da wüsste ich jetzt nicht, ob wir einen feinen Hänger hätten, ne? Also. Ups. Das vorne unten. Dann mal kurz hoch. Schleift auf den Boden. Fahren wir geradeaus. Uneben hier, uneben. Ja, dann mach ich eine kurze Pause. Mod mal da austauschen und dann geht's weiter. Wenn man gerade so ein Schwung ist, ne? Aber wie gesagt, wenn ich heute das nicht ganz schaffen sollte, ach, dann machen wir es auch mal einen Tag, ne? Wichtig ist, dass ich morgen die ersten 2-3 Folgen habe, dass ich da beginnen kann und dann geht das schon. Ja, bei Kettle und Kopf, da bin ich jetzt auch im Grübeln bei, ne? Ja, mach's da nur weiter. Grund habe ich gesagt, ja. Aber es ist auch irgendwo recht eintönig, so finde ich jedenfalls. Ich müsste ja im Prinzip viel vorspielen. Also die ganze Aussaat und so, das ist ja alles. Es wird ja von Mal zu Mal mehr, ne? Wir haben ja nur halt, nur entweder zur Zeit, selbst wenn Sonnenblumen wäre, ne? Das wäre das gleiche in Grün, ne? Bei der Aussaat, ne? Wenn Rüben da wäre, gut, Gras kann man auch machen, aber du brauchst du Geräte, hast kein Geld. Ist ja leider so. Traktor reicht da nicht aus, da brauchst du eine Ballenpresse, da brauchst du einen Ballenwagen, ne? Und das ist dann, jo, ungünstig, ne? Vorne nix. Klappen wir ein. Und dann fahren wir ihm das Gerät in der Halle rein von diesem Personalfarming. Man muss nicht die Halle haben, man ist genügt. Das ist auch das kleine Gebäude, eins von beiden. So, abgestellt, den Traktor umrüsten. Blocking, ne, all da. Milch klappt immer noch. Macht gerade leer. Oh ja. Schluck auf. Ich tank mal voll. Also ich muss die Tankstelle anschließen, das ist ganz wichtig. Und ich muss die Tankstelle beliefern. Ja, umrüsten muss ich, das wird alles nichts. Sonst bei schmalen Reifen, das wird nichts. Reparieren wir gleich. Pflegebereifung bringt nichts, 82 PS. Das haben wir. Radgewichte, Breitreifen, das reicht. Konfigurieren. Habe ich die 1000 bezahlt, ne? So, Reifen, Anhänger. Anhänger sieht übel aus. Den Brown. Müsste probieren. Habe ich noch einen Dolly zu liegen irgendwo? Manchmal ist ja mal, ne? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Dolly habe überhaupt. Ich glaube nicht. Gut, der Anhänger, na da. Na, der kaufe ich normalen Hänger. Ich kaufe einen normalen. Denn mit Dolly das fährt sich ein bisschen blöd. So einen haben wir noch nicht gehabt. 50.000 Kubik. Breitreifen, Trelleborg. Kaufen.
zurück. Wir muss das sowieso haben, weil wenn wir jetzt mal mehr ernten und die Menge immer größer wird, dann wäre es ganz praktisch, wenn das da entsprechend Fahrzeuge vorhanden sind. Ne? Denken wir 45 Kubik ist eine ganz gute Menge für Rüben. Ist ja normalerweise vom Gewicht her auch ein bisschen anders. Aber ich sehe gerade die Zeit. So, liebe Schauer, ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, dann mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, nächste Woche geht es hier weiter und dann geht es auch mit der Rübenernte los. Ne? Auf Feld 65. Da bereite ich jetzt alles vor und geht noch einmal vorbereiten weiter. Und dann geht das Schlag auf Schlag. Ne? Dann haben wir schon mal ja, wieder 13 Uhr mit 12:51 Uhr. Das heißt, den ganzen Nachmittag haben wir noch Zeit. Geht nochmal so schicken und auf geht's. Dann schauen wir kurz nach. Schauen wir kurz nach, wo ihr hakt. Wenn das stört, dann verkaufen wir das gleich. So, das verkaufen wir gleich mal hier, ne? Oh, nee. Aber liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Nochmal tschüss, ciao. Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn ihr Lust und Laune habt. Das heißt, sprich morgen natürlich wieder. Dann geht es hier weiter mit der Ernte. Tschüss.